Ich sag ja immer, also am schönsten ist es, wie die Natur uns gibt. Aber manche züchten da irgendwas anderes. Ob man das braucht oder nicht, ich weiß es nicht. Aber über den Fisch, wo wir heute drüber sprechen, den lieben so viele, da muss man den wohl so züchten. Also man schätzt, dass zum Beispiel von diesem Fisch und mit diesem Pseudotrophäus, den Rot-Blau zum Beispiel, die beiden wurden miteinander gekreuzt. Daraus ist entstanden dieser Fisch. Sehr klar, aus einem bunten Kaiser und einem rot-blauen Zebra kommen natürlich ganz viele Farbenspielarten vor. Und eigentlich sehen wir so fast alle hier in dem Aquarium, obwohl da kann man noch ins Detail gehen, da kann man Farben schön rauszüchten. Und viele Züchter, die die züchten, sortieren die dann auch, versuchen immer diese Farbe immer präziser zu züchten, geben dann den einzelnen Fischen auch einen einzelnen Namen. Also wir betiteln die hier einfach als der gescheckte Kaiserbuntbarsch. Aber da gibt es hier eine ganze Liste, die blende ich euch mal ein, welche Namen das gibt. Das heißt also, die haben also diese Zuchtform alle selektiert und machen quasi eigene Zuchtform daraus. Der Hund, unser Haushund, der stammt vom Wolf ab. Und aus diesem Wolf hat man alle Hunderassen gezüchtet, die es gibt. Also Möglichkeiten sind da, ob das alles Sinn macht. Also da ist ja bei der Hundezucht auch ganz viel schief gegangen. Und bei dieser ganzen Spezialisierung wird ja das Genpool immer kleiner. Das heißt, wenn ich immer mehr ausselektiere und immer nur in einer Farbe züchte, laufe ich in die Gefahr. Muss nicht sein, ein aufmerksamer Züchter passt auf, da passiert nichts. Aber einfach drauf loszuzüchten und ich züchte mal eine neue Farbe, so einfach geht das nicht. Da muss man sich ein bisschen an Spielregeln halten. Aber dieser Fisch, den es eigentlich gar nicht in der Natur gibt, obwohl es den dort geben könnte. Die stammen nämlich alle aus dem Malawisee. Aber im Malawisee, da sind ja alle Fische sehr endemisch. Das heißt also, die leben in einer ganz kleinen Ecke. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da ist also mitten im Malawisee ein großer Steinhaufen. Ich sag mal einfach so 50 Meter Durchmesser, 10 Meter hoch mit tausenden Löchern da drin, wo die sich verstecken können. Und da lebt die Art. Warum soll diese Art diesen Steinhaufen verlassen? Von dem Steinhaufen an bis zum nächsten Steinhaufen oder bis zum nächsten Riff sind es vielleicht 50 oder 100 Meter. 50, 100 Meter zu schwimmen, da sagen wir, die wir schwimmen können, ja, da schwimme ich dann mal eben drüber, das ist was für 30 Sekunden. Ja, aber das ist ja 30 Sekunden Lebensgefahr. Ein doch in der Natur recht kleiner Fisch, so eine große Distanz. Dazwischen sind große Fische, große Räuber, die nur warten, dass einer auf die Idee kommt, um darüber zu schwimmen. Der ist dann einfach weg. Das heißt also, diese Arten, ob Pseudotrophäus oder die Kaiser, Zichlinen, die leben einfach in unterschiedlichen Gegenden und damit paaren die sich und kreuzen die sich eigentlich gar nicht. Das Eigentliche heißt, ja, selbst in der Natur kommen gelegentliche Mixe vor, aber das ist eben sehr selten. Scheinbar ist es wenigen gelungen, rüber zu schwimmen oder ich glaube also viel eher, da die ja so standorttreu sind, so ihrem Steinhaufen verbunden sind, schwimmen die da gar nicht weg und haben da gar kein Verlangen nach, wegzuschwimmen. Dementsprechend sollte natürlich das Aquarium eingerichtet sein. Wir haben das hier nicht so eingerichtet. Wir sind natürlich ein Zoo-Fachgeschäft und wir sind kein Zoo, wo die Tiere immer drin bleiben. Eigentlich müsste ein riesen Steinaufbau an Rückwand sein. Da kann man auch ein paar harte Pflanzen beisetzen, aber bitte harten, nicht so weichblättrige oder so. Und dann ein bisschen begrünen. Und dann ist das natürlich ein super buntes Aquarium mit einer größeren Fischgesellschaft, wo ich dann nicht immer mit der Lesebrille oder der Lupe vorm Aquarium sitzen muss, um meine Fische zu beobachten oder um den Laichvorgang zu sehen. Habe ich ja schon öfter bei kleinen Salmon, Rasboras, Werblingen erzählt, wie fein die Eier sind oder auch, dass man gar nicht sehen kann, wenn die Eier runterfallen, sondern wenn man nachher ganz genau mit der Lupe guckt, kann man ein paar Tage später wie so ein Stückchen vom Haar abgeschnitten sehen. Hier sind natürlich die Jungen erheblich größer. Diese sind ja auch erst mittelwüchsige Tiere, die sind dann noch nicht annähernd groß. Die werden also 12, 15, 18 cm. Ich habe auch gehört, da hat einer welche, die 20 sind. Hat natürlich mit den ganzen Kreuzungstieren zu tun. In der Kreuzung gibt es ja auch immer Unterschiede
von der Größe der Ursprungstiere und so werden dann oft die erwachsenen Tiere. Und wenn man dann Zuchtauslese macht, kann man natürlich einen viel größeren Fisch züchten oder einen viel kleineren. Komme ich wieder zu den Hunden zurück. Da gibt es den kleinen Chihuahua, der ganz klein ist. Oder den Irish Wolfhound als größten Hunderasse der Welt. Und so könnte ich da theoretisch mit Fische machen. Ob das alles Sinn macht oder mehr Unsinn ist, das lasse ich mal einfach im Raum gestellt. Das soll sich jeder selber überlegen, ob er sich und den Tieren sowas antun will. Also hier diese gescheckten Kaiserfische zum Beispiel sind wie im Malawisee üblich. Maulbrüter legen am liebsten auf einen flachen Stein. Wer hier vorne, der große Stein, der hier vorne flach liegt, schön, da könnte man wirklich einen Ableichvorgang sehen. Würde sogar passieren, hier im vollen Aquarium haben die gar keine Probleme bei. Man sollte nur grundsätzlich mehr Weibchen im Aquarium halten als Männchen oder ein reines Männchen-Aquarium. Bei reinen Männchen-Aquarium, wenn kein Weibchen drin ist, sind die friedlich, ist die Gesellschaft ein bisschen größer und ein bisschen bunter, aber natürlich nicht so spannend wie ein Becken mit einigen Paaren. Und dann würde also Weibchen Eier legen auf dem Stein, das Männchen befruchtet die Eier, das Weibchen nimmt danach sofort die Eier alle im Mund und dann für alle, die dann hier immer anrufen, die erlösenden Worte, keine Angst, weil der nicht frisst, da rufen ganz oft Leute an, jetzt hat er endlich Eier gelegt und jetzt frisst das Weibchen nicht mehr, das geht mir jetzt kaputt. Ja, ihr müsst nicht so überlegen, das ist nicht wie bei uns, wir brauchen Frühstück, Mittag, Abendessen brauchen wir nicht. Es geht auch mit ein bisschen weniger. Aber bei denen geht dann mit viel, viel weniger. Und so ein Monat Fasten und die Brut austragen ist für das Weibchen gar kein Problem. Man sollte mal wissen, ein gesunder erwachsener Fisch. Ich spreche nicht mit einem Schwächlichen oder vom Kleinen oder vom Jungen, sondern erwachsener Fisch. Wenn die noch, sei mal, ein halbes Jahr älter sind, gut genährt sind, können die anschließend 3 Monate fasten ohne jeden Schaden. Im Kaltwasserbereich gibt es dann noch viel größere Sachen, also zum Beispiel der Graskarpfen, der frisst erst ab 15 Grad Wassertemperatur. Ja, wie oft haben wir denn 15 Grad im Gartenteich? 4 Monate, vielleicht 5 Monate? Ja, den Rest der Zeit schiebt er einfach Kohldampf und da stirbt er nicht, sondern der Graskarpfen nach dem Winterschlaf sieht er eigentlich fast so aus, wie er im Winterschlaf reingegangen ist. Ja, also das Weibchen nimmt die Eier einfach im Maul und hat die da rund einen Monat. Danach ist mit Brutpflege nicht mehr viel. Das kann vielleicht noch mal 1-2 Tage sein, dass sie noch mal ein paar Jungen zurück ins Maul nimmt, wenn sie Gefahr sieht. Aber eigentlich ist das so, meist spucken sie die an einem Tag aus und haben also dann null Interesse an den ganzen Nachwuchs, sondern die haben sie einfach ausgespuckt und fertig ist das. Und das Weibchen ist dann bereit für eine neue Brut, muss sie natürlich erstmal Monat, anderthalb, den Bauch ein bisschen vollfressen, mal wieder kräftiger werden, fülliger, es muss ein neuer Laichansatz ranwachsen und dann kommt aber die nächste Brut schon. Haltungscheck, gescheckter Kaiserbuntbarsch, also die Art, die es eigentlich gar nicht gibt, aber eben viel gefragt ist. Größe wird in der Literatur angegeben von 12 bis 15 cm, da kann natürlich einiges andere auch zwischenliegen, weil diese Kreuzung von unterschiedlichen Züchtern, Hobbyisten oder Zufallskreuzungen entstanden sind. Das heißt, da gibt es auch Tiere, die werden also nur schlappe 10 cm und ich habe auch schon von über 20 gehört. Mindestaquariengröße wäre so wie hier, 1,20 Meter lang. Man sagt 240 Liter, dies ist größer, dies hat 300 Liter. Also wie immer, größer ist noch besser. 500 Liter Aquarium, wenn die richtig schön groß werden, dann würde da eine prächtige Gruppe Fische drin stehen. Alter werden die 6 bis 10 Jahre. Da gibt es auch Tiere, die wesentlich älter werden. Geschlechtsreife 6 bis 8 Monate. Das ist dann genauso unterschiedlich. Da gibt es dann auch welche, die kriegen erst nach 12 Monaten ihren ersten Laich im Maul. Ist eben genauso unterschiedlich. Laichverhalten aber trotzdem bei allen gleich. Kommen alle aus dem Malawisee. Das heißt, das sind alles Maulbrüter. Machen eine Brutpflege, bis die Jungen rausschwemmen. Nehmen ganz selten wieder welche zurück ins Maul, wenn da irgendwo eine Gefahrensituation ist. Meist spucken sie die einmal aus und fertig. Futter in der Natur, alles was lebt. Klar, können wir nicht immer bieten. Wir können da mit Gefrierfutter aushelfen und natürlich auch mit Trockenfutter. Aber abwechslungsreich, das ist das Wichtige. Fischvitamine haben wir noch nie thematisiert. Es gibt auch Vitamine für Fische.
kann man auf Trockenfutter noch zusätzlich draufträufeln, weil eben diese ganzen getrockneten, friergetrockneten Futtermittel nicht mehr vitaminreich sind. Und dann kann man die vorm Füttern noch kurz anreichern, macht also auch immer Sinn. Herkunft theoretisch Malawisee, aber die eigentlich gar nicht, sondern Herkunft aus dem Aquarium, würde ich mal sagen. Temperatur 24 bis 28 Grad, sollte nicht viel kälter sein. Über 30 geht es den Tieren schlecht, das wäre dann auch nicht gut. pH-Wert 7,5 bis 8,8, sogar bis 9 geht sogar. Härte 10 bis 25, für alle die, die nicht ganz weiches Wasser aus der Leitung kriegen, genau das Richtige. Da sind sie robust drin und halten das. Ja, Dekoration, Steine, Pflanzen, aber bitte nicht so spärlich wie bei uns. Nur, da müsst ihr ja Rücksicht nehmen, wir müssen ja auch verkaufen. Und wenn wir immer die Steine alle ausräumen, dann haben die Tiere natürlich Stress und dann möchte ja keiner. Ob Unsinn oder Sinn, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ob das durch Zufall eine Zucht war, dass einfach einer nur ein gemischtes Aquarium hatte und die sich da eben gepaart haben und ein Mix entstanden ist, oder ob das jemand gezielt gemacht hat, das werden wir jetzt gar nicht mehr genau feststellen können. Da wird es sicherlich ein paar Kommentare geben, dass der und der die gezielt gezüchtet hat. Allerdings, die Jungtiere kamen aus verschiedenen Ecken und wurden also dann von verschiedenen Leuten angeboten. Ob die schon vorher gezüchtet, verteilt worden sind, weiß ich nicht. Im Anfang als neue Zucht wurden die natürlich sehr teuer verkauft. Heute ist das ein beliebter und populärer Fisch, der also immer wieder verkauft wird. Und wir haben den fast immer im Programm und er ist fast immer bei uns erhältlich. Eigentlich ein schöner, ein robuster Fisch. Wird eben auch ein bisschen größer, wenn man so ein Aquarium haben möchte, was also im Empfangsraum steht. Oder man eben nicht sich auf die kleine, wibblige Gesellschaft konzentrieren will, sondern ein schönes, großes Bild hat. Ein schönes, großes, ruhiges Bild ist er natürlich nicht, so wie ein Diskus-Aquarium oder ein Skalar-Aquarium, sondern das ist natürlich eine bunte Gesellschaft. Da ist immer Action drin, immer Power. Da gibt es auch immer mal Rangeleien. Die sind eigentlich so weit friedlich untereinander, dass nichts Böses passiert, dass sie sich nicht tödlich verletzen, solange man sich an die Spielregeln hält. Das heißt also ein Männchen, drei Weibchen, zwei Weibchen mindestens, dann funktioniert das alles. Wenn man die Pattsituation hat, dann werden schon die Männchenkämpfe um die Weibchen viel härter werden und dann kann das natürlich auch zu bösen Flossen- oder Schuppenschäden kommen, was also eventuell zu Verlusten führen könnte. Wenn das aber nicht so ist, dann ist das eine rauflustige Gesellschaft, da ist immer was los. Kleinere Steine. Der Fahrrad des Fahrzeugs. Also so kleine Steinchen oder Sand wird natürlich immer ein wenig bewegt. Die machen jetzt nicht so riesen Sandburgen und Höhlen, wie wir die von einigen Zichliden kennen, sondern die arbeiten aber schon im Bodengrund. Denn die Ernährung findet ja nun mal oft vom Boden statt. Das heißt also, im Boden gibt es verschiedene Kleingetier, Würmer, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven, verschiedene Käfer, die da drin sind, ernähren sich natürlich auch von Freischwimmenden. Am liebsten alles, was lebt. Natürlich können wir die Fische alle an Trockenfutter umgewöhnen. Und ich erzähle das in ganz vielen Filmen, wie viel man mit Lebendfutter füttern soll und wie abwechslungsreich, kann nicht jeder. Wir haben ganz viele Fischfutterhersteller, die machen hervorragende Futtermittel. Die sind schon der Nahrung in der Natur sehr ähnlich von der Zusammenstellung. Die prächtigen Farben kriegt man aber wirklich über Lebendfutter oder Gefrierfutter annähernd. Das sollte man dabei geben, aber man kann die natürlich auch mal mit Trockenfutter füttern. Aber deshalb sind die also immer im Boden am Suchen, am Wühlen, drehen immer mal alle Steine um. Hat am meisten Vorteil, hat man nicht so viele Algen auf den Steinen, weil die ja ewig immer mal umgedreht werden. Die suchen also dann darunter Nahrung. Die haben ja sogar so kleine Sinnesorgane hier unten drin, um Futter zu spüren. Die merken also die Bewegung im Boden, wenn sich da ein Käfer unter Wasser in dem Kies oder so bewegt und graben den dann mal eben aus, um den dann zu fressen. Ist natürlich eine spannende Sache, kann man den ganzen Tag zugucken, ist immer was los, immer was anderes. Hin und wieder legen die dann Eier, brüten die aus. Aber natürlich in so eine, ich möchte sogar Raubaukengesellschaft nennen, dann jetzt ein paar schimpfen, egal, weil da wird immer mal so ein bisschen mal so und so mal gearbeitet.
da ist was los. Und wenn einer Junge kriegt und er spuckt die Jungen alle auf, dann sind alle zum Frühstück da und teilen sich die ganze Brut. Die sind dann einfach weg. Dass in so einem Aquarium Jungfische hochkommen, ist ganz selten. Ist eine sehr geringe Chance für die Fische. Die könnten das, wäre also gar kein Problem. Die würden da überleben, wenn sie nicht gefressen würden, aber nicht im Gemeinschaftsbecken. Das heißt, das Weibchen, was den Maul voll hat, rausfangen. Da gibt es so Fischglocken für. Hier, schaut mal. Man muss Fische nicht immer mit Netz fangen. Ja, die ist jetzt ein bisschen beschädigt, das ist nicht vom Vorteil. Aber die wird hier benutzt bei uns im Haus. Das heißt, ich gehe mit der Glocke unter Wasser, mache vorher die ganze Luftblase natürlich raus und gehe dann runter und gehe ganz langsam zum Fisch hin. Und der Fisch, bei einer sauberen Fischglocke, nimmt er gar nicht die Glocke wahr und schwimmt da rein. Und dann kann ich ihn langsam nach oben führen, dann merkt er, ich gehe nach oben und will nicht, schwimmt nach unten. Da er nach unten schwimmt, drückt er hier unten vor der Scheibe, kann ich den so rausnehmen. Und das ist also A für, das ist also A mit viel weniger Stress für den Fisch verbunden. Viele Fische, so kleinere, die ich rausfange, die merken das gar nicht, dass sie also gerade mal das Aquarium gewechselt haben. Kann ich dann auch nachher vorsichtig einsetzen an der Oberfläche, lasse frisches Wasser zulaufen. Habe ich dann also gleich die Anpassung geschafft und lasse ihn dann langsam rausschwimmen wieder. Also total stressarm, das eine. Das andere, so zum Beispiel, weiß ich nicht, wer schon mal Panzerwälze gefangen haben, die heddern gerne in so Netze fest. Die kriege ich da raus, hier kann er sie nirgends festheddern. Den nehme ich einfach damit raus und klasse. So, wir im Tagesgeschäft machen das im Allgemeinen nicht so, sondern nur mit ganz hakeligen Tieren. Da funktioniert das schon. Aber um so ein Weibchen, was ein Maul voll Junge hat, um das dann aus dem Aquarium zu nehmen, und das hat es fast nicht gemerkt. Die Weibchen stehen am meisten mit vollem Maul sowieso so ein bisschen abseits in der Ecke, toben nicht mehr mit der Gruppe rum, weil die müssen ja auf die Brut aufpassen. Und dann kann ich die schön rausnehmen, setze sie ins getränkte Becken. Und rund nach einem Monat, kann ich auf den Kalender gucken, plus minus zwei Tage, sag ich mal, schlüpfen die Jungen dann raus und dann kann ich die schön groß sehen. Das Weibchen frisst die ersten zwei, drei Tage ihre Jungen nicht. Danach kann ich die ja dann wieder mit der Schöpfkelle wieder zurück in ihr Aquarium reinsetzen und kann dann in aller Ruhe den ganzen Wurf groß sehen. Das ist natürlich toll. Viele Züchter machen das anders, die nehmen das Weibchen raus und nehmt in der Hand und wenn es sich erschreckt, spuckt es oft die Jungen aus. Hat man auch die Brut gerettet, heißt er dann. Aber einmal hat das Weibchen super Stress dabei. Das sind aber die, die nur Dollarzeichen in den Augen haben, damit die wieder frisst und schneller Junge kriegt. Und das ist ein echter Stress für das Weibchen, aber das gelingt nicht immer. Manchmal schlucken die dann auch die Eier alle runter, die spucken nicht alle aus. Also ich würde den Stress und ich halte das auch nicht für okay, sowas zu machen, würde ich den Tieren nicht antun. Geht vorsichtig mit dem Kescher natürlich auch, aber hiermit geht das so behutsam, da braucht ihr keine Angst haben, das funktioniert immer. Ja, ich denke mal, heute haben wir ganz schön viel Neues gehört und gelernt. Und bevor ich abtauche in die Glaskugel, würde ich sagen, das war für mich ganz spannend, ich hoffe für euch auch. Wir sehen uns nächste Tage wieder. Nicht in dieser Glaskugel, sondern in anderen Aquarien. Bis dann.